Der Antichrist. Es wird keine lange Zeit mehr vergehen, bis mein Gegner seine letzte Herrschaft auf dieser Erde antreten wird. Doch zuvor werde ich selbst noch sprechen mit Donnerstimme, auf das noch einige wenige zu mir finden in äußerster Not und diese dann auch mir treu verbleiben werden, weil die offensichtliche Hilfeleistung sie mich erkennen ließ und sie nun auch ihren Glauben an mich nicht mehr hingeben. Doch es werden dies nur wenige sein und daher wird mein Gegner große Macht haben, denn es sind die Menschen durch das große Naturgeschehen in eine Not geraten, dass sie sich jedem anschließen, der ihnen Hilfe aus dieser Not zusichert. Und das wird einer tun und er wird alle für sich gewinnen, die nicht sich mir hingegeben haben, denn die meinen werden sich zurückhalten von ihm, weil sie meine Mahnungen und Warnungen gedenken, dass ihnen der große Glaubenskampf bevorsteht, den durch meinen Gegner entbrennen wird. Die Weltmenschen aber werden ihm zujubeln, denn er wird es verstehen, sie zu blenden, und er wird Dinge vollbringen, dass sie bereit sind, an eine übernatürliche Macht zu glauben. Und gerade, dass alle ungläubigen Menschen ihn anerkennen als Herrscher und Erretter aus ihrer irdischen Not, beweist, dass mein Gegner selbst im Spiel ist, dass er sich als mein Gegner einer irdischen Außenhülle bedient und nun freischalten und walten zu können. Und ihr, die ihr zu den Meinen gehört, ihr werdet euch fragen, warum ich diese seine Herrschaft dulde und ihn nicht zum Fall bringe. Es ist seine letzte große Aktion auf dieser Erde, die auch das letzte Ende herbeizieht. Er lässt den letzten Kampf entbrennen, den ihr Menschen bestehen müsst, weil er die letzte Entscheidung ist, bevor ich selbst komme, um die Meinen zu retten. Die Naturkatastrophe zuvor hat in den Menschen einen erhöhten Lebenswillen hervorgerufen, und wer sie nun überstanden hat, der sucht mit allen Mitteln, wieder zu irdischen Gütern, zu irdischem Wohlstand zu gelangen, und dieses Bemühen wird mein Gegner unterstützen, und darum findet er einen übergroßen Anhang. Und er versteht auch, die Menschen zu täuschen über sein wahres Gesicht. Sie sehen ihn als einen mit ungewöhnlicher Kraft ausgestatteten Menschen an, dem sie bedenkenlos vertrauen und ihm das Recht geben, Verfügung zu treffen, um ihm blind gehorchen. Und ihr werdet ihn erkennen, wenn er auftreten wird, aber zuvor wird die Welt erst in Schrecken versetzt werden durch das Ausmaß einer Naturkatastrophe, durch die ich selbst mich den Menschen zu erkennen gebe. Und gleich danach wird er in Erscheinung treten und Hilfe und Rettung versprechen aus jenem großen Chaos. Und darum wird er viel Anhang finden, weil die Menschen schon reif sind zum Untergang, ansonsten sie ihn erkennen würden und sie mich bitten würden um Schutz vor ihm und seinen Machenschaften. Nicht lange Zeit mehr wird vergehen, bis er in Erscheinung tritt, der vorerst unter dem Deckmantel der Frömmigkeit auftreten wird und doch sehr bald sein wahres Gesicht zum Vorschein kommen lässt. Die Menschen aber sind verblendet und er hat bei ihnen ein leichtes Spiel. Den Glauben an einen Gott geben sie leicht dahin, weil sie durch das Naturgeschehen hart betroffen wurden und bereit sind, den auf den höchsten Thron zu setzen, der mein größter Feind und Gegner ist und der sich selbst in seinem Wesen in einen Menschen verkörpert, und den letzten Akt auf dieser Erde zum Ablauf zu bringen, den offenen Kampf zu führen gegen mich und die Meinen, gegen allen Glauben und gegen alle Gerechtigkeit. Denn nur sein Anhang wird von ihm aus Lebensmöglichkeit haben, während den Meinen der Tod angesagt ist. Doch er findet in mir seinen Herrn, so wie seine Zeit um ist. Um den Meinen willen werde ich diese Zeit verkürzen. Ich werde selbst kommen, sie zu retten aus größter Not, und es wird seine Herrschaft ein Ende haben, er wird gebunden werden mitsamt seinen Anhang wieder auf lange Zeit. Und es wird eine neue Zeit beginnen, wo wieder Friede und Eintracht ist, wo die Liebe regiert, wo meinen Gegner sein Wirken verwehrt ist, wie es verkündet ist in Wort und Schrift. Amen.